Es geht bei Barrierefreiheit darum, dass alle Menschen am digitalen Leben teilhaben können. Im Normalfall stoßen aber Menschen da auf Barrieren. Und desto mehr Einschränkungen ein Mensch hat, zum Beispiel im Sehen, im Hören, im Verstehen oder in der Nutzung seiner Hände und Beine, desto größer werden die Barrieren, auf die ein Mensch stößt. Unsere Gesellschaft ist aber zum Glück so angelegt, dass wir uns wünschen, dass alle Menschen teilhaben sollen. Das ist sogar ein Menschenrecht. Jeder sollte an allem teilhaben, überall mitmachen können, ohne Barrieren, frei von Barrieren. Im realen Leben kennen wir das so ein bisschen, ne? Da haben wir den Rollstuhl im Blick, deshalb gibt es den Parkplatz für den Rollifahrer, so wie auch hier vor der Tür das Brett, so als Rampe für den Rollifahrer. Aber genau das ist auch das Brett vom eigenen Kopf bei der digitalen Barrierefreiheit, weil wir es nicht auf dem Zettel haben. Und deshalb wird das, was wir uns alle wünschen, nämlich Inklusion im digitalen Leben, dann eher zur Exklusion. Menschen werden ausgeschlossen, immer wieder und überall. Auf Webseiten, in Apps, Softwarelösungen, PDFs, Filmen, Podcasts. Und dem Thema habe ich mich verschrieben. Also vom Beruflichen her bin ich IT-Unternehmerin und UX-Designerin. Also das heißt, ich habe zum einen mit IT zu tun, mit digitalen Lösungen aller Art, als Dienstleistung für Kunden. Das machen wir seit 12 Jahren als Unternehmen. Und naja, da beschäftigt man sich mit dem Digitalen, produziert solche Sachen. Das Thema Barrierefreiheit ist dabei das am meisten Vernachlässigte. Im Kern bin ich aber UX-Designerin oder UX-UI-Designerin von Ausbildung, Beruf und Berufung und das seit über 25 Jahren. Ich gestalte also Nutzungserlebnisse von Menschen, also wie Menschen digitale Produkte nutzen, also in der ganzen Vielfalt, Webseiten, Apps, Software, Medien, tralala. Und da muss ich mir auch Gedanken machen, was ist denn mit den Menschen mit Behinderungen oder Einschränkungen? Wie nutzen die die? Wie würde ein Blinder einen Shop nutzen? Wie würde ein Gehörloser ein Video nutzen, wie dieses hier? Wie würde ein alter Mensch mit ja, Denkleistungseinschränkungen moderne Lösungen in der, also so ein PDF-Formular nutzen, um zum Beispiel Zuschüsse zu bekommen zum Leben. Und ja, in der Gestaltung mit dem Thema oder Auseinandersetzung mit dem Thema eben einerseits das am meisten Vernachlässigte. Naja, und wenn du dann mal drüber nachdenkst, was würde denn passieren, wenn ich so eine Behinderung hätte, ne? Also eine blinde UI-Designerin. Das wäre finito mit meinem Beruf. Wer kauft schon einen Menschen ein als Dienstleistung, der seine Augen und seine visuellen Fähigkeiten nicht mehr einsetzen kann, wenn doch das der Kern des Berufes ist? Also durchaus auch über das Nachdenken über mich selber, als Augenöffner sozusagen. Also blind sein, sich da reinversetzen als Augenöffner, ist ein wesentlicher Motivator. Der andere Motivator ist, eine Welt gestalten zu wollen, wo man denn dann auch im Alter vielleicht noch teilhaben kann, dadurch, dass im Alter halt alle Behinderungen irgendwann auf uns zukommen. Und dann tragen wir alle eine Brille oder Hörgeräte oder was auch immer. Und wenn die Welt dann nicht mehr für uns ausgestattet ist und die Generation Z sagt, ja, ihr habt es in der Hand gehabt, ihr hättet es ändern können. Ja, dann lasst es uns angehen mit der digitalen Barrierefreiheit. Deshalb. Ja, es sind eigentlich ganz einfache Dinge, die wir alle kennen. Jetzt mal ganz abgesehen von den großen Behinderungen. 50% der Erwachsenen tragen eine Lesebrille, damit sie Computer oder Smartphones für uns nutzen können. Ich bräuchte normalerweise auch eine. Die IT hat über einen Vergrößerungsmodus ganz einfache Möglichkeiten.
20% der Menschen unserer Gesellschaft sind gehörlos oder haben Hörschwierigkeiten. Manchmal will man aber auch einfach nicht hören. Zum Beispiel, wenn einem Social Media die ganze Zeit anplärrt. Da kann man Untertitel einblenden und schon kann man diese Brücken bauen. Das sind also Barrieren, auf die Menschen stoßen. Die IT kann reaktiv da was anbieten. Dasselbe Thema im Alter, also 30% unserer Bevölkerung sind Senioren. Die sind von Kleinteiligkeit und Komplexität von IT-Lösungen auf Smartphones, Webseiten überfordert, schämen sich dafür, sagen nichts und werden schlussendlich aus der Selbstständigkeit damit ausgeschlossen. Und ein Ding, was jeder nachvollziehen kann, ist die Komplexität der Sprache. Juristendeutsch, Behördendeutsch, IT-Denglisch, Marketing, bla bla. Kaum einer räumt ein, dass er es nicht versteht. Und im Ernstfall unterschreibt man irgendeinen Vertrag, den man nicht verstanden hat, oder holt sich irgendwelche Unterstützung nicht, weil man es nicht verstanden hat. Ja, Sprache ist auch ein Ding. So ein sehr nachvollziehbares Ding ist auch Sprache bei Fremdsprachen und Muttersprache. Die IT kann heutzutage mit per Knopfdruck automatisiert übersetzen, tut's aber nicht, weil das Thema ignoriert ist. Also meine Muttersprache ist Deutsch, Fremdsprachen anbieten in der IT, da können wir uns alle viel besser verstehen. Und das bietet dann Verständnis. Also ich glaube, so kann man ganz gut verstehen, wie Barrieren auftauchen. Tja, ich hänge da so zwischen stetig wachsender Wut auf IT-Entscheider und IT-Verantwortliche und auch ein Gefühl der Scham was unsere Branche da verbricht an Menschenrechtsverletzungen im Grunde genommen. Die IT ist die Branche mit dem meisten Geld, einer der größten Trendgeber, digitaler Wandel, alles total wichtig. Wir investieren in KI und was auch immer für ein Gedöns, aber denken nicht an den Menschen, sondern wir denken an unser Geld, wir denken an ans Geld, an den Marketingvorteil, an den nächsten coolen Trend. Aber der Mensch, insbesondere der Mensch mit Einschränkungen, wird total vernachlässigt und das löst in mir so ein großes Gefühl von Scham über meine eigene Branche aus. Und andererseits halt Wut über diese Ignoranz, die hier vorliegt. Da gibt es so drei Dinger, die das eigentlich verhindern, dass man diese Barrierefreiheit verhindern in der Denkweise in unserer Branche. Nämlich dieses, das betrifft mich ja nicht mit der Barrierefreiheit. Ich brauche das nicht, brauche ich mich nicht drum zu kümmern oder muss ich nicht tun. Oder auch, es kostet ja viel zu viel, also es wird alles mit Kosten weggeschoben und es nutzt mir nichts. Also dieses, was bringt mir das, wenn ich mich kümmere? Und diese Denkweise macht mich halt doch wütend, aber ich sehe auch, dass man da unheimlich viel Aufklärungsarbeit machen muss, damit sich es mal irgendwann ändert. Ja, das eine ist ja das Thema mit der Moral, ne? Für eine bessere Gesellschaft, eine bessere Welt. Inklusion ist ein gesamtgesellschaftliches Thema, eben auch im digitalen Leben. Hinzugucken, was passiert mit Menschen, mit den Schwächeren unserer Gesellschaft. Das ist die eine Sache. Die andere gesellschaftliche Aufgabe sind aber auch Gesetzesgrundlagen, die wir hier als Grundlage haben. Ob das jetzt nun Menschenrechte sind, das Grundrecht auf Teilhabe beziehungsweise es ist Diskriminierung, wenn ich Menschen ausschließe. Behindertengleichstellungsgesetz. Wir haben jetzt ein europäisches Gesetz, das heißt der European Accessibility Act. Das ist ein Gesetz von der EU, was vorgibt, dass ab 2025 jede digitale Lösung, die in den europäischen Markt eingeführt wird, barrierefrei sein muss. Also diese Teilhabe für Menschen mit Behinderungen sichergestellt werden muss. Und das bedeutet, dass sich jedes Unternehmen
was mit IT zu tun hat oder was digitale Produkte liefert, dem widmen muss. Weil sonst gibt es halt Strafen oder Zurückziehen der Lösung, korrigieren bis zum Abwinken. Und jetzt kann dieses Thema nicht mehr ignoriert werden. Das neue Gesetz dazu in Deutschland ist dann das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Nun, Gesetze machen jetzt nicht so unheimlich viel Spaß. Und Strafen ist auch nicht das beste Mittel, um Menschen zu überzeugen. Da gibt es halt auch viele Vorteile, was Barrierefreiheit betrifft. Einmal natürlich sicherlich die Teilhabe aller Menschen, wirklich gelebte Inklusion, Vorteile für die Betroffenen, dass auch die Menschen mit, also Kinder im Lernprozess vollumfänglich im Schulleben, auch im digitalen Lernen teilhaben können. Durch Barrierefreiheit werden Menschen, die eine Schwerbehinderung haben, befähigt, am ersten Arbeitsmarkt teilzuhaben. In Zeiten des Fachkräftemangels ist das vielleicht überdenkenswert, ob man da nicht integrativer arbeiten könnte. Wenn man unsere Senioren selbstständig hält, ist das sehr respektvoll und würdevoll für die Senioren. Also im selbstständigen Leben sich auch selbstständig digital integrieren. Aber es ist auch eine Lösung, für, was Pflegekräftemangel betrifft. Es gibt aber auch Vorteile für Unternehmen. Ne? Eine größere Reichweite kriegen mit meinen Produkten. Wenn ein blinder Mensch zum Beispiel Online-Shopping machen kann, habe ich eine größere Zielgruppe, mehr Kunden, mehr Geld. Reichweite für Medien, also taube Menschen, die Filme gucken können oder Podcasts nicht hören, sondern gucken können, mehr Reichweite, mehr Geld. Und ansonsten noch das Moralische dazu. Soziale Verantwortung übernehmen stärkt auch die Marke. Der Aspekt, mit dem ich begonnen habe, ist eigentlich auch so ein Punkt, ne? Wir haben jetzt die Chance, eine seniorengerechte Gesellschaft aufzubauen. Das ist auch ein Vorteil für uns alle. Wir wollen da alle selber auch noch teilnehmen, irgendwann im Alter, und nicht ausgeschlossen werden. Also noch ein Vorteil. Ganz viele. Ich bin trotz aller kritischen Betrachtung, bin ich guter Dinge, dass sich das ändern wird, dass unsere Gesellschaft für Stück über digitale Barrierefreiheit, für Teilhabe sorgen wird. Dieser Wandel findet statt, dass Unternehmen IT-schaffende Verantwortung übernehmen, sich für das Thema Stück für Stück interessieren. Die Gesetzesvorgabe hilft uns auch, das Bewusstsein zu schaffen und dass eben diese durch das Kümmern, wie man IT-Lösungen gestaltet und programmiert, dann wirklich eine digitale, barrierefreie Welt entstehen kann. Eine menschenfreundlichere, bessere IT-Welt, wo alle Menschen eben mitmachen können.